Hallo, meine liebe Waage, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meine Waage. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Die einzelnen Abschnitte dieser Legung sowie nähere Informationen zu meinen Legungen findest du übrigens unten im Infotext. Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Waagen. Nimm daher auch nur das mit, dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf, gerne ergänzend, die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können, nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. So, da brauche ich gleich noch eine Information. Einmal hier. Und hier wollte ich auch noch eine haben. Und dann starten wir auch schon in deine Legung, meine liebe Waage. Ich sehe, dass es hier gerade um etwas Herausforderndes geht. Ja, das kann eine zwischenmenschliche Angelegenheit sein. Das kann aber tatsächlich auch ein gesundheitliches Thema betreffen. Ja, dass dich hier gerade ein bisschen ausbremst oder ein Ermüdungszustand kann das auch sein. Ja, beim Thema Gesundheit füge ich wie immer hinzu, eine Kartenlegung kann natürlich auf keinen Fall einen Arztbesuch ersetzen. Also sollte das bei dir aktuell ein Thema sein, ja, dann bitte in die Eigenverantwortung gehen. Ja, diese Themen zeigen sich zwar, aber professionellen Rat können sie natürlich dann nicht ersetzen. Was ich hier aber auch sehe, meine liebe Waage, ist, diese Situation ist dabei, sich aufzulösen, beziehungsweise bekommst du hier auch Klarheit. Das soll immer mehr und mehr werden, ja, wie eine Bewegung, wie ein Prozess. Vielleicht betrifft das eben auch eine zwischenmenschliche Angelegenheit, ja, wo du dich vielleicht von jemandem sehr stark vereinnahmt fühlst oder vielleicht auch kontrolliert fühlst, wo du das Gefühl hast, jemand, ja, drängt sich auf, mischt sich ein. Das kann hier auch das Thema sein. Das ist natürlich wichtig, dass sich hier auch etwas verändert. Ja, bei zwischenmenschlichen Angelegenheiten empfiehlt es sich natürlich auch, mit der Person zu sprechen. Wir schauen natürlich wie immer aufs gesamte Umfeld, Familie, Freunde, Partnerschaft, Bekanntenkreis, berufliches Umfeld etc. Nur, dass du das hier im Hinterkopf behältst. Auf deiner Ebene sehe ich, dass du Nägel mit Köpfen machen möchtest. Es geht hier um einen Anfang. Hier sollen erste Schritte getätigt werden und da habe ich das Gefühl, dass sich das gerade ein bisschen schleppend vorwärts bewegt, eben aufgrund dieser Situation hier. Wir gehen jetzt noch in die Außenschau. Ja, wir schauen uns hier immer deine Situation noch einmal von außen betrachtet an, um uns hier einen guten Gesamtüberblick zu verschaffen. Da möchte ich jetzt auch noch ein bisschen mehr dazu erfahren. Das dürfte hier durchaus bei einigen tatsächlich eine finanzielle Angelegenheit betreffen. Ja, also das gibt mir jetzt auch schon ein bisschen mehr Überblick, weil ich sehe hier natürlich auch das gesamte Bild. Und das kann jetzt sein, dass man sich hier in einer bestimmten finanziellen Angelegenheit nicht einig wird, ja. Oder dass es hier um eine Entscheidung geht, die auch die Finanzen betrifft. Es kann hier natürlich auch um etwas gehen, das für dich persönlich sehr wertvoll ist.
Vielleicht ist diese Situation eben auch belastend und zeigt sich hier, ja, denn diese Thematik hier, die muss nicht mit Gesundheit oder einer anderen Person zu tun haben. Das kann hier auch eine verzwickte Angelegenheit sein oder eine schwierige Angelegenheit sein oder eben eine Entscheidung, die auf einem lastet. Und das zeigt sich dann hier eben auch. Wir schauen jetzt mal in die Blockaden. Was ist aktuell herausfordernd? Was ist blockiert? Beziehungsweise was blockiert dein Vorankommen? Da haben wir hier oben gleich einen ganz wichtigen Hinweis, ja. Das zeigt sich in letzter Zeit bei sehr vielen Legungen, also nicht nur bei den Waagen. Das dürfte hier ein kollektives Thema sein. Das Universum möchte in Kontakt mit dir treten, ja. Also es schickt dir hier Zeichen. Vielleicht eben in Form von Synchronizitäten, wie wir sie eben auch hier im Deck haben. Da haben wir einen Engelszahlenzyklus, also Doppelt- und Dreifachzahlen, vielleicht auch bestimmte Uhrzeiten. Es können auch Symbole sein oder es geht darum, dass du hier ja in bestimmte Situationen kommst und die dann auch dementsprechend wahrnehmen sollst, weil du hier irgendetwas Schicksalhaftes machen kannst, entscheiden kannst oder in Bewegung setzen kannst. Für manche kann das hier natürlich auch eine Kontaktaufnahme betreffen. Ja, da kann es darum gehen, dass man hier vielleicht jemanden zurückrufen soll oder auf irgendetwas antworten soll. Ja, das könnte beispielsweise auch ein Brief sein, der falsch einsortiert worden ist. Ja, und das stellt sich hier aktuell quer. Ich denke aber, für die allermeisten geht es hier tatsächlich um gewisse Zeichen und das blockiert hier eben auch aktuell dein Vorankommen hier, wo jetzt Nägel mit Köpfen gemacht werden sollen. Schauen wir mal weiter. Hier sehe ich, dass es um deine Individualität geht. Das kann hier bei einigen die Berufung, die Bestimmung betreffen. Ja, den eigenen Lebenssinn. Etwas, das für dich persönlich sehr, sehr wichtig ist. Ja, wo du dich vielleicht auch, wo es vielleicht auch darum geht, ja, sich auszudrücken, sich auszuleben, ja. Vielleicht auch eine Leidenschaft auszuleben und das stellt sich aktuell quer. Das kann hier natürlich auch mit dem ersten Schritt zusammenhängen, ja, dass du hier etwas machen möchtest, aber die aktuellen Umstände erlauben es nicht so recht. Wir haben hier aber auch schon den Hinweis, dass sich hier die Dinge bereits in eine sehr positive Richtung entwickeln. Ja, dann schauen wir noch ins Umfeld. Wir schauen uns ja immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Personen oder eben einer ganz bestimmten Person zu tun hat. Die anderen beiden Positionen lasse ich diesbezüglich immer offen. Und hier soll etwas in Bewegung gesetzt werden, in einer bestimmten zwischenmenschlichen Angelegenheit. Das dürfte hier offenbar aktuell stagnieren. Ich möchte hier jetzt auch noch eine weitere Information einholen. Okay, also es geht hier, wenn ich mir das so ansehe, dann habe ich das Gefühl, dass hier vielleicht auch jemand eingegriffen hat oder dass sich hier etwas querstellt. Es geht in weiterer Folge auch um das Thema Gerechtigkeit. Also vielleicht hat sich hier jemand eingemischt, was dazu führt, also was wir eben auch hier gesehen haben, dass hier in einer anderen Angelegenheit etwas nicht bewegt werden kann oder abgeschlossen werden kann. Wenn das hier bei dir in der Ausgangssituation eine zwischenmenschliche Angelegenheit ist, kann das natürlich auch diese Angelegenheit sein, wo sich das Gegenüber tendenziell nicht ganz fair verhält, nicht ganz gerecht ist. Das muss aber nicht absichtlich geschehen. Ja, da ist auch wieder das Thema Kommunikation ganz wichtig. Wenn sich die Gerechtigkeit zeigt, egal an welcher Stelle der Legung, dann ist das auch immer ein Hinweis vom Universum, hab Vertrauen, es soll hier etwas in die Gerechtigkeit gehen, es soll hier etwas gerecht aufgelöst werden, wieder in eine Balance kommen. Na, dann schauen wir in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern.
bleiben wir jetzt gleich hier im Umfeld. Ja, es geht hier um irgendeine verzwickte Angelegenheit, wo das Universum sagt, hier ist Handlungsbedarf oder hier gibt es Handlungsbedarf. Ich sehe hier nämlich auch, das ist mir schon beim Ziehen der Karten aufgefallen, für viele geht es hier um irgendetwas, das du hier übersehen könntest, auf das dich das Universum aufmerksam machen möchte. Eine Person wartet hier auf eine Reaktion von dir, ja, also das betrifft hier eine ganz bestimmte Gruppe und für diese Reaktion ist nur ein bestimmtes Zeitfenster geöffnet und das soll dir hier auch auffallen, auch wenn es hier gerade ein bisschen schwierig ist, ja, du sollst dich hiervon nicht abbringen lassen. Das kann eben jetzt sein, dass es hier vielleicht tatsächlich um diesen Rückruf geht oder hier um irgendeine schriftliche Kommunikation geht, ja, irgendetwas im zwischenmenschlichen Bereich dreht sich das hier, dass du übersehen könntest, du sollst es natürlich nicht übersehen, das ist hier irgendetwas ganz Offensichtliches. Es muss hier aber nicht um eine Erledigung gehen oder irgendetwas, was man übersehen könnte. Es kann hier auch tatsächlich um diesen Anfang gehen, wo das Universum sagt, dass man hier, wenn das hier eine zwischenmenschliche Situation ist, ja, die ein bisschen verfahren ist, wo es darum geht, hier auch ein bisschen loszulassen. Das können hier die verschiedensten Situationen sein. Du kannst hier aktuell nicht wirklich etwas bewegen. Das kann ich hier wahrnehmen. Und daher ist es wichtig, sich jetzt wieder anderen Dingen zuzuwenden, dass das kann sich hier dann wieder verändern natürlich, dass es hier vielleicht auch um einen bestimmten Termin geht, der in der Zukunft liegt. Vielleicht hast du den auch schon und das Universum sagt, lass dich aber hiervon nicht so sehr ablenken, denn es gibt hier noch etwas anderes zu tun. Und das hat hier eben auch mit einer weiteren Person zu tun. Schauen wir mal weiter. Es geht hier, also das Universum sagt, irgendetwas soll abgeschlossen werden. Das sehe ich hier sogar zweimal. Das wollen wir jetzt auch ein bisschen näher auslegen. Okay, also schon wieder dieser Hinweis, ja. Pass auf, du könntest hier irgendetwas übersehen. Meine liebe Waage, das sagt das Universum hier jetzt schon zweimal. Also dürfte das doch eine größere Gruppe sein. Es geht hier um irgendein bestimmtes Zeitfenster. Ja, das habe ich vorhin schon gesagt, wo du hier irgendetwas erledigen kannst. Und das Universum sagt, das ist jetzt einfach wichtig, das über die Bühne zu bringen. Ja, da könnte sich dieser Stillstand nämlich verlängern. Ja, das ist vermutlich eine eher kleinere Sache. Ich habe hier den Eindruck, es geht um irgendetwas Kleines. Ja, das hier erledigt werden soll. Und das möchte dir das Universum hier ins Gedächtnis rufen. Also ich denke, das ist ja auch das Thema, das sich hier in den Blockaden zeigt, wo das Universum in Kontakt mit dir treten möchte. Keine Sorge, das ist nichts Verborgenes. Das ist etwas, von dem du bereits Bescheid weißt. Und das ist das Thema. Ja? Denn es kann natürlich auch sein, dass sich hier dann vielleicht die Dinge zu summieren beginnen, ja, und man dann erst wieder langsamer vorwärts kommt als geplant. Auch hier auf dieser Position haben wir die Information, dass hier etwas dem Ende zugeht, also abgeschlossen werden soll. Also vielleicht gehört das hier auch zusammen. Das wollen wir uns auch näher ansehen. Es geht hier offenbar um etwas, das du alleine abschließen sollst. Das ist ein Thema, wo es eine gewisse Hemmschwelle gibt, das abzuschließen. Das kann ich hier erkennen. Also eine gewisse Überwindung, ja, vielleicht auch den inneren Schweinehund hier zu überwinden. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
Und du fühlst dich hier in dieser Situation vielleicht auch eben alleingelassen oder unverstanden. Was ich hier aber auch für eine bestimmte Gruppe sehe, ist, ja, das Universum sagt, halte hier nicht an dem fest, von dem du auch weißt, dass es jetzt dem Ende zugeht. Hier endet auch die Einsamkeit oder das Gefühl, alleine zu sein in einer bestimmten Situation. Ja, also das nehme ich hier auch wahr. Also, wichtig ist hier eben auch, dass du Augen und Ohren offen hältst für die Zeichen des Universums. Ja, und dieses Thema mit dem Abschließen, das zieht sich hier wirklich durch die Lösungsimpulse, meine liebe Waage. Was eben auch bedeutet, offenbar ist hier noch zu viel los, das diesen Anfang blockiert. Denn es geht auch immer um ein Gleichgewicht, das bestehen soll. Und wenn wir hier bestimmte Dinge noch nicht abgeschlossen haben, dann sind die einfach noch präsent und nehmen hier eben einen bestimmten Raum ein. Das Universum ermutigt dich dazu, das fertigzustellen, was fertiggestellt werden soll, damit du hier wirklich durchstarten kannst. Was auch immer du hier vorhast. Ja, dann schauen wir noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Hier haben wir gleich einen ganz wichtigen Hinweis. Also das Universum sagt, es ist wichtig, also wieder wichtig, also wir haben das hier nochmal, das fertigzustellen, was noch offen ist. Um irgendetwas geht's hier. Also ich, so markant, wie sich das zeigt, weißt du vermutlich ganz genau, was das ist. Und es ist eben jetzt wichtig, sich darum zu kümmern, weil du hier Gefahr läufst, dass es dir einfach zu viel wird. Ja, also dass hier zu viele Baustellen bedient werden möchten und man dann hier natürlich langsamer vorankommt. Hier zeigt sich auch ein möglicher Erschöpfungszustand, der sich hier eventuell verstärken könnte oder zeigen könnte, wenn man hier zu viele Dinge offen lässt. Was wir hier aber auch noch haben ist, ja, das Universum mischt hier kräftig mit, meine liebe Waage. Es wird hier auch etwas Positives angekündigt, mit dem du nicht rechnest, ja. Und dafür sollst du dann eben auch bereit sein. Deshalb ist es jetzt wichtig, alles fertigzustellen oder diese eine Sache fertigzustellen. Denn du sollst ja auch mit einer positiven Fügung des Schicksals rechnen. Ich sehe hier eben auch, bei manchen geht es ja darum, dass sich irgendeine schwierige Situation wie von selbst löst oder sich hier plötzlich eine Lösung zeigt. Ja, also es ist wichtig, hier weiterzumachen, ja, und achte darauf, dass hier Platz entsteht, Raum entsteht, bring's hinter dich, was immer es auch ist. Das soll sich auf jeden Fall für dich lohnen. Denn diese Karte hier, die hat auch eine sehr, sehr positive Bedeutung. Und es geht hier eben auch darum, dass wir hier nicht alles vorhersehen können, dass wir nicht alles berechnen können, dass wir auch immer mit dem Guten rechnen dürfen, ja, auch wenn's unerwartet ist. Ja, irgendetwas Schönes kommt hier auf dich zu. Hier auf deiner Ebene haben wir auch den Hinweis, dass du hier an einen Punkt kommst. Ja, da geht es jetzt um diese Sache, die hier losgelassen werden möchte, fertiggestellt werden möchte. Wo es dann darum geht, hier wirklich durchzustarten, ja? Du erfüllst alle Voraussetzungen, die du benötigst, um das zu machen, um hier zu starten, diesen Anfang hier ins Rollen zu bringen. Wann du startest, ist natürlich deine Entscheidung, ja? Das nimmt dir auch eine Kartenlegung nicht ab. Ich habe hier nur den Hinweis, du erfüllst hier in der Tendenz alle Voraussetzungen. Da geht es eben auch darum, diese ganzen Themen hier abzuschließen. Und du sollst dich hier auch bereit machen für den Anfang. Behalte im Hinterkopf eben dieses Vorhaben deinerseits. Ja, du bewegst dich darauf zu. Also das soll hier auch offenbar sehr gut funktionieren. Behalte das im Hinterkopf, denn das wird dich hier auch motivieren, das fertigzustellen, was hier offenbar noch offen ist. Ja, und dann haben wir hier etwas im Umfeld. Bei manchen geht es ja eben darum, dass man hier vielleicht etwas übersehen könnte aktuell. Ja, also das, was ich vorhin gesagt habe. Und sich daraus natürlich ein Konflikt ergeben könnte. Ja, das
ist aber hier, wie gesagt, eine Tendenz. Also Tendenzen sind nichts, was feststehen, das sind einfach hohe Wahrscheinlichkeiten. Und hier geht es darum, was geschieht, wenn man das hier übersieht. Ja, wenn du zu dieser Gruppe gehörst, wo sich hier etwas zeigt, wo hier ein bestimmtes Zeitfenster offen ist, vielleicht eben etwas einreichen, das kann es auch sein, oder sich mit einer bestimmten Person in Verbindung setzen. Es kann hier natürlich, das was hier natürlich auch sein kann, ist, dass das hier mit diesem Anfang zusammenhängt. Ja, vielleicht ist das bei manchen auch eine berufliche Entscheidung. Es gibt hier eine Konkurrenzsituation, vielleicht eben auch eine Art Kräftemessen, die hier auf dich zukommt. Du bist aber, also so wie ich das hier sehe, man begegnet sich hier ja sehr ebenbürtig. Und du brauchst für diese Situation, ja, vielleicht geht es ja auch um eine Verhandlung, das könnte ich mir auch vorstellen. Für diese Situation ist es wichtig, dass du den Kopf frei hast. Und deshalb geht es jetzt hier in dieser Legung auch so markant darum, bestimmte Dinge abzuschließen, die jetzt anstehen. Das können auch Dinge sein, wo du dir denkst, ach, das schiebe ich noch ein bisschen vor mir her. Obwohl jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, obwohl jetzt auch Zeit ist, das zu erledigen. Und auch auf das möchte dich das Universum hier hinweisen, weil hier offenbar einiges auf dich zukommt. Und das ist für mich hier durchwegs erfreulich. Auch diese Situation hier im zwischenmenschlichen Bereich. Das hat eine ganz bestimmte Wichtigkeit. Das soll hier auch für dich, soll sich das hier sehr, sehr gut zeigen. Vielleicht ist das hier eben auch diese finanzielle Angelegenheit, die sich hier zu Beginn gezeigt hat, wo es darum geht, dass hier eine Entscheidung getroffen werden soll. Vielleicht geht es hier um eine bestimmte Vorbereitung und hier zeigt sich dann eben das Gespräch, wo das Ganze hier dann aufgeklärt oder abgeklärt werden soll. Eine spannende Legung, meine liebe Waage. Wir kommen jetzt auf jeden Fall zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.